Bei strahlendem Sonnenschein fand in Leonding zum 57. Mal das Radopening statt. Eine schwere Geburt war diese heurige 12. Saison der heimischen Radbundesliga. Erst eine Woche vor dem Saisonauftakt in Leonding konnte ÖRV-Generalsekretär Rudolf Massak grünes Licht für die 10 Veranstaltungen umfassende Rennserie geben. Der bisherige Hauptsponsor hatte sich zurückgezogen. Das Budgetloch soll nun durch verstärktes Engagement der örtlichen Veranstalter wettgemacht werden. Jeder Verein, der ein Rennen ausrichtet, kann nun selbst die Vermarktung übernehmen und bei kluger Haushaltsführung finanziell gut aussteigen. In Leonding hat Landespräsident Paul Resch mit rund 70 Helfern einen absolut würdigen Auftakt der Bundesliga zelebrieren können. Um Ricardo Zeudler herrscht hier in seiner engeren Heimat ein wirkliches Gris. Wie attraktiv ist es für Sie, dass Sie jetzt nach 3 Jahren auf der Pro Tour wieder in die Bundesliga zurückkehren? Ja, ist super schön. Also es ist schon eine Zeit lang, dass ich da gefahren bin und es ist quasi ein Heimrennen für mich. Und ja, es ist sehr, sehr angenehm, dass viele Freunde wieder da heute und ja, ein schöner Tag ist und nein, ich freue mich schon sehr drauf heute. Sie haben ja immerhin hier schon 2-mal gewonnen, noch während Ihrer Zeit bei der Welser Mannschaft. Darf man Ähnliches heute wieder erwarten oder ist das einfach zu hoch gegriffen? Ich sage mal so, das Level ist mir relativ gut gerade, aber wie gesagt, Gewinn ist wieder eine andere Sache und mit der Anplatzmannschaft sind sehr viele starke Fahrer. Und, aber wie gesagt, da müssen sie taktisch irgendwas einfallen lassen, ob das ich dann bin oder der Eibi oder der Rabic oder was, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, die Chancen stehen sehr, sehr gut heute. Eine neue Mannschaft ist heuer in der ÖRV Radbundesliga mit dabei. Eine Mannschaft aus Linz mit dem Kapitän Matthias Wienerreuther. Sie kennen ja das Getriebe der Bundesliga. Was darf man sich eigentlich von eurer jungen Mannschaft hier erwarten? Ja, ich hoffe, dass wir einfach eine aktive Vorweise, also wir werden eine aktive Vorweise präsentieren. Wir werden schauen, dass wir die eine oder andere Gruppe erwischen. Ich hoffe mal, dass vielleicht die entscheidende ist. Ich gehe davon aus, dass, sage ich mal, Wels wahrscheinlich das Rennen kontrollieren wird. Speziell, wenn man letztes Jahr sieht, die ersten 3 waren alle von Wels. Muss man natürlich schauen, wie es, sage ich mal, wie viel das möglich ist. Aber wir haben ein paar ganz gute, junge, ambitionierte U23-Fahrer, was eigentlich auch unser Hauptziel ist eigentlich heuer, dass wir in der U23-Wertung so weit wie möglich vorne sind. Und wir möchten einfach heuer einfach auch das beste Elite-Team sein in der Bundesliga. Florian Gaugel, die Abordnung von Rinkov Advaric ist heute nicht sehr groß, weil die halbe Mannschaft ja in Taiwan fährt. Was darf man sich von euch heute erwarten? Die halbe Mannschaft, wie gesagt, ist in Taiwan. Der Patrick Bosmann ist noch verletzungsbedingt nicht dabei. Ja, wir probieren mit einem kleinen, aber feinen Team das Beste rauszuholen. Erwartungen für die gesamte Saison darf man ja am Beginn eines Jahres fragen. Auf jeden Fall, wenn wir in der Gesamteinzelwertung einen unter den Top 5 haben und in der Mannschaftswertung wollen wir uns auch ganz vorn präsentieren. Helmut Rettwer war im vergangenen Jahr 2. in der Gesamtwertung der Bundesliga. Streben Sie heuer nach höheren? Ja, das kann man vorher noch nicht sagen. Es ist ein neues Spiel, neues Glück. Versuchen werden wir es natürlich wieder vorne mitzumischen. Wer es für uns sein wird, kann man noch nicht sagen. Wir versuchen immer unser Bestes zu geben und natürlich immer auf Stockerl zum Fahren. Besser wie letztes Jahr ist natürlich immer schwierig. Jetzt sind Ricardo Zeudl und Matej Mugali heuer mit dabei in der Bundesliga. Zwei ganz, ganz starke Fahrer. Glauben Sie, wird das die Liga so beleben auch? Ja, einfach macht es natürlich nicht. Es hebt halt das Niveau enorm. Also mit Ricky Zeudl als Pro-Tour-Fahrer ist natürlich super. Auch für die Liga erhebt den Stellenwert, wenn jetzt der da wieder bei uns mitfahrt. Und ja, ich freue mich drauf. Patrick Jäger, auch die Vorarlberger Mannschaft, ist den Winter über neu aufgestellt worden, wenn man so will. 6 Nationen sind bei euch im Verein vertreten. Welche Amtssprache gibt es? Amtssprache Deutsch mit Schweizerdeutsch. Was erwartet man sich heuer? Ja, also wir sind recht jung heuer aufgestellt. Wir haben uns sehr aus der Schweiz, ja, also die Fahrer da geholt und ich denke, wir sind generell stark aufgestellt, also die Dichte und ich denke in Richtung Ö-Tour sicher unser Fokus und da werden wir alles hingeben. Kann man heute schon die Karten aufdecken? Ja, jetzt schauen wir mal, wie die Welser das Rennen gestalten und dann schauen wir, ob wir
es ein bisschen fuchsen können im Finale. Mit Matej Mugerli hat der Bundesliga-Titelverteidiger am Platz einen wirklich bemerkenswerten Fisch gelandet, der also heuer die Bundesliga fährt. Was erwarten Sie sich für die heurige Saison? Yes, we try to do our best. Wir Fahrer geben unser Bestes. Das ist das erste Rennen der Saison, ein sehr wichtiges Rennen. Wir werden heute einfach einmal starten und dann sehen wir weiter. Wie immer zu Saisonbeginn ist das Teilnehmerfeld in Leonding beeindruckend. 162 Fahrer, aufgeteilt auf Teams aus Österreich, Slowenien, Tschechien, der Slowakei und Ungarn, nutzen den Bundesliga-Auftakt, um die aktuelle Frühjahrsform auf der 153 Kilometer langen Strecke einem Test zu unterziehen. Bereits in der ersten von sechs langen Runden machen sich sechs Fahrer aus dem Staub. Lukas Meiler vom Team Vorarlberg, Thomas Umhaller von Amplatz BMC, Georg Timmermann von Team Felbermayr Simplon Wales, Jodok Salzmann von WSA Greenlife, Martin Hunal und Nikolai Gutek. Stand auf das Feld beträgt bei der ersten Durchfahrt in Leonding fast 3 Minuten und nach 40 Kilometern hat das Sextett bereits 6 Minuten Guthaben herausgeholt. In der vierten Runde setzt sich Lukas Meiler von der Spitzengruppe ab, wird aber in weiterer Folge wieder eingeholt. Trotz der kühlen Außentemperaturen kommt die Jury während des Rennens in Leonding ordentlich ins Schwitzen. Weil die Elite während der ersten drei Runden auf der 21-Kilometer-Schleife derart bummelt, können die 10 Minuten später gestarteten Amateure und Junioren aufschließen und fahren mitten im Feld Schulter an Schulter mit den Assen. So kommt es dann wohl zum noch nie dagewesenen Umstand, dass Fahrer, die am Rennen nach 4 Runden endet, im Peloton um den Tagessieg kämpfen. Hier nach vor Sedlacek, das war der Zielenlauf und dann kommen schon die Amateure und dann hinten. Da hat er sich hinter ein bisschen nachgelassen und inoffiziell, wo er hier auch immer im Nörd, Christian Oberngruber gewinnt die Amateure, wenn ich das richtig sehe. Florian Kierner gewinnt vor Holstein. Proteste jedweder Art bleiben übrigens aus, auch weil Zeitnehmer Markus Lindinger dank Rennradchip und modernster Software sekundenschnell die richtigen Kategorien herausfiltern konnte. Erst danach beenden die Elitefahrer ihren Sonntagsausflug und drücken in den verbleibenden 90 Kilometern mächtig aufs Tempo. Nach 10 Kilometern ist der Abstand zur Spitze auf 4 Minuten geschmolzen und bei der Durchfahrt in Leonding sind nur noch 2 Minuten übrig.
1000 Meter vor der Bergwertung in der letzten von 6 langen Runden sind die Ausreißer gestellt. Somit werden im Finish die Karten völlig neu gemischt. Zu Beginn der letzten 4 kurzen Runden werden alle Fahrer mit mehr als 5 Minuten Rückstand aus dem Rennen genommen, damit die Spitze nicht auf Nachzügler aufläuft. Jetzt wird heftig attackiert. In der letzten Runde setzen sich 3 Fahrer ab. Ricardo Zeudel, Patrick Schelling und Matej Mugali. Am letzten Anstieg erweist sich der Bundesliga-Heimkehrer Zeudel als der Mann mit dem längsten Atem. Der frühere World Tour-Profi in Diensten von Trek-Segger Fredo zieht davon. Auf den letzten Metern sieht sich Zeudel immer wieder um, doch sein Vorsprung reicht. Und nach 3 Stunden, 47 Minuten und 35 Sekunden kann er die Zieldurchfahrt bei seinem 10. Tagessieg im Rahmen eines Bundesliga-Rennens genießen. Der Schnitt des Rennens beträgt schlussendlich 40,4 km/h. Und gewinnt hier. Überlegen. Hat er sich aufgesetzt. Gewinnt hier. Ein Wahnsinn. Das muss man morgen wieder fast Sieg auf Ansage. Zweiter wird 10 Sekunden dahinter Patrick Schelling und mit 11 Sekunden Rückstand wird Matej Mugali Dritter. Das Gris um Ricardo Zeudel ist riesengroß. Er ist sozusagen so wiedergekommen, wie er sich verabschiedet hat im letzten Jahr, nämlich mit einem Solosieg. Und es ist der Dritte hier in Leonding. Ich habe nachgeschaut, Sie sind der erste Radfahrer seit fast 30 Jahren, der dieses Rennen dreimal gewonnen hat. Wie schwer war es heute? Ja, also die erste Hälfte war relativ easy, weil es war ein wenig eine Patchstellung mit den ganzen Mannschaften und dann, wie schon über 10 Minuten, war ich mir gedacht, jetzt kann ich eigentlich absteigen, weil das Rennen vorbei ist und dann ist auf einmal Adria unglaublich schnell gefahren. Und man hat dann im Finale gesehen, dass jeder schon extrem kaputt war, weil es sind teilweise auf der Ebene die Löcher aufgegangen, weil da ziemlicher Wind war. Ja, und die Finalrunde war eine unglaubliche Attackierei und ich habe dann schon gesehen, dass alle ein wenig am Limit sind und in der vorletzten Runde habe ich gesagt, okay, ich muss da jetzt mal All-In machen und ja, dann waren wir eben zu dritt weg und in der letzten Runde habe ich schon zum Kämpfen gehabt, dass ich es noch loskriege, also ich habe 2 Tage sitzen müssen, aber nein, ich bin super happy, der Sponsor ist auch zufrieden, also super Tag heute. War gegen Ricardo Zeudel heute nichts zu machen? Ja, probiert hätten sie es ja. Ja, ich würde nicht sagen, nichts zu machen, aber er war sicher klar der Stärkste am Schluss und er hat sicher verdient gewonnen. Am Platz führt die Mannschaftswertung an. Ja, das ist sehr wichtig und wir werden versuchen, das bis zum Saisonende zu halten. Erster Bundesliga-Spitzenreiter nach dem ersten von 10 Rennen ist damit Ricardo Zeudel mit 210 Punkten. Bester Club und erster Führender in der Mannschaftswertung der ÖRV-Rad-Bundesliga ist am Platz BMC mit 30 Punkten, vor Felbermayr-Wels mit 25 Punkten und Team Vorarlberg mit 21 Punkten. Nächste Station der ÖRV-Rad-Bundesliga 2017 ist am 23. April bei der 57. Burgenland-Rundfahrt.